Marc Schneider, der Derby-Sieg gegen IB ist es ein bisschen wie ein Befreiungsschlag für das ganze Umfeld vom FC Thun. Wie ein grosser Befreiungsschlag war es für dich gewesen? Ja, sicherlich auch ein Befreiungsschlag für uns, natürlich. Aber irgendwo Bestätigung ist es gewesen, für dass wir haben schon in den letzten paar Spielen eigentlich gute Spiele gemacht, haben uns aber nicht können belohnen und diesmal haben wir uns können belohnen. Also von dem her ist für uns mal der wichtigste Punkt, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wegen dem ist es sicherlich irgendwo ein Befreiungsschlag gewesen. Abgesehen von der Tabelle, wie wichtig ist so ein Sieg für die Mannschaft in unserer Situation? Ja, eben sehr wichtig, um zu zeigen, das, was wir machen, das geht in die richtige Richtung. Und wenn jeder dann auch das umsetzt, was wir uns vorstellen, und jeder die Leidenschaft an den Tag legt, wie sie es gemacht haben im Derby, soll das so zeigen, ja, dann können wir auch gegen jede Mannschaft gewinnen. Und dann kann man den Leader daheim schlagen. Jetzt sind noch zwei Spiele in der Vorrunde, beziehungsweise eigentlich ist ein Spiel schon das erste von der Rückrunde. Wir haben noch Sion auswärts und Lugano im letzten Heimspiel daheim. Haben wir die Kraft jetzt noch, für neunmal gleich aufzutreten wie gegen IB? Ja, das erhoffe ich mir natürlich. Und irgendwo, ja, das fährt ja ganz viel im Kopf an. Ja, hat man die Kraft? Also wenn es im Kopf irgendwo stimmt und man die Überzeugung hat, dann hat man die Kraft auch in den Beinen. Sicherlich mehr als sonst, wenn es nicht laufen würde. Und von dem her war das ein gutes Beispiel gegen IB. Also wir haben ja die Verletzungssorgen, die haben wir immer noch. Und dementsprechend haben wir auch ein relativ dünnes Kader momentan. Und die müssen sehr, sehr viel spielen. Also heisst ja, sie sind auch eher müde. Aber man hat auch gesehen gegen IB im Schluss, Schlussphase, wie sie noch sind gelaufen, wie sie noch alles haben gemacht. Also das zeigt vor allem, dass sich sehr viel im Kopf sich abspielt. Du hast es angesprochen, die Verletzten. Gibt es vielleicht eine positive Meldung noch für einen Hinblick auf den Samstag? Ja, wir hoffen, dass der Matteo wieder zurückkommt noch im Verlauf von diesem Herbst. Und ja, wenn das schon am Wochenende der Fall wäre, wäre es super. Aber sicherlich mit Hinblick auf das Lugano-Spiel könnte es durchaus realistisch sein. Sion ist im Moment in einer ähnlichen Situation wie wir. Ein Punkt hinter uns liegen die. Warum haben gleich wir am Schluss das bessere Ende für uns am Samstag? Ja, wir wollen alles dafür machen. Wir wollen ähnlich auftreten wie gegen IB. Das bedeutet auch, wir wollen die Leidenschaft auf den Platz bringen, wir wollen die Solidarität, dass jeder wirklich am gleichen Strick und in die gleiche Richtung zieht. Das ist uns ganz wichtig. Und wenn wir das auf den Platz bringen, bin ich überzeugt, dass wir ein gutes Resultat, sprich ein Sieg, können heimnehmen und die drei Punkte mitnehmen.